Also ich kenne es jetzt nur irgendwie aus Filmen oder sowas. Oh. Ich kenne nur den Film Transformers. Transformation. Dass sich etwas formiert, neu formiert vielleicht. Zum Beispiel in der Chemie gibt es das Umwandlung von bestimmten Substanzen oder den Transformator. Transformation? Oh nee, ich habe keinen Bock auf Physik. Also eine Veränderung von Stoffen oder Ähnlichem. Transformation? Naja, irgendwie was mit Strom. Starkstrom, Volt, Ampere. Etwas wird von einem Punkt A zu Punkt B transformiert, das heißt entwickelt. Das heißt, ich würde sagen, etwas, das ändert für das Gute. Es verändert sich. Transen! Wenn ein Mann zu einer Frau wird zum Beispiel. Geil. Transformation ist, wenn man bei der Elektrizität eine Spannung in die andere umwandeln will. Transformation kommt aus dem Lateinischen, abgeleitet von transformare, und bedeutet die Veränderung von Form, Struktur und Gestalt. Ja. Bei Transformation geht es halt nicht um Kleinigkeiten, die ein bisschen optimiert werden, sondern eher um größere Veränderungen. Also das könnte sein, wenn man etwas umwandeln will. Vielleicht ein Interessenverband von Männern, die zu Frauen werden. Eine Veränderungsversammlung oder eine Umwandlungsversammlung, würde ich jetzt sagen. Treffen sich bestimmt irgendwelche Biologen und reden über Pflanzen und so. Also dann an diesem Transformationskongress zum Beispiel, wird es dann Leute geben und dann würden sie sich dann zu Robotern irgendwie wandeln, so. Transformationskongress? So ein freakiger Nerd-Kongress mit lauter kleinen Einsteins oder was? Ein Transformationskongress wäre eigentlich ein Kongress, wo sich viele wichtige Leute oder welche, die sich als wichtig empfinden, treffen und beschließen, dass sie etwas verändern möchten. Und dann passiert, naja, wieder nicht viel. Ja, da ist der Transformationskongress irgendwie so eine Transenversammlung oder so. Ja. Ein Kongress, bei dem man sich über Veränderungen und Entwicklungen unterhält.